Am 31.08. unternahm ich eine letzte Fahrt mit dem 9-Euro-Ticket und bin diesmal unterwegs nach Seesen am Harz. Es ging wieder bis nach Nordhausen. Dort war wieder Umsteigen angesagt in Richtung Herzberg. Und in Herzberg stieg ich noch einmal um in die Bahn in Richtung Braunschweig. Nach etwas über 1,5 Stunden Fahrzeit bin ich auch hier schon am Bahnhof in Seesen angekommen. Angekommen in Seesen hatte ich diesmal sogar großes Glück, denn der Bahnhof der Stadt lag ziemlich nah am Zentrum. Und da ich nur kurz durch die Stadt bummeln wollte, fing ich bei einigen Sehenswürdigkeiten hier an. Hier kam ich dann auch gleich am Turm der ehemaligen Kirche St. Witti an. Schon 1840 wurde der Rest der Kirche wegen Baufälligkeit abgerissen. Fachwerkhäuser und ein Brunnen prägen das Umfeld um die ehemalige Kirche. Da ich mich ja hier schon fast am Rande der Stadt befand, ging es nun zurück vorbei an historischen Fachwerkbauten durch schöne, saubere Straßen bis zum Rathaus. Das kleine Städtchen Seesen hat mit den dazugehörigen Ortsteilen über 10.000 Einwohner. Ein Denkmal erinnert an Wilhelm Busch, der die Geschichten von Max und Moritz schrieb und seine letzten 10 Lebensjahre hier im Ort verbrachte. Vorbei an Restaurants und einem Hotel ging es dann weiter durch die Innenstadt von Seesen. So eine Art Fensterrahmen mit Sitzplatz, wie hier im Bild, werden mir heute noch einige Male begegnen. Sie weisen immer auf Sehenswürdigkeiten der Stadt hin. Hier verlasse ich nun ein wenig die Einkaufsstraße und gehe dann hinüber in Richtung der historischen Altstadt. Hier stehe ich wieder vor solch einem Fensterrahmen und er weist auf die historische St. Andreaskirche hin. 1673 war die Kirche erstmals durch einen Brand zerstört worden und wurde dann von 1695 bis 1702 neu errichtet. Die St. Andreaskirche verfügt über eine hervorragende Akustik und wird somit oft für klassische Musikkonzerte genutzt. Und hier war nicht Camping angesagt, sondern es liefen die Vorbereitungen für das alljährliche Seehusa-Fest. Überall liefen hier die Vorbereitungen für das Fest und ein junger Mann hatte sich bereit erklärt und war mit mir einmal herumgegangen und hat mir viel über die Geschichte von Seesen und das Fest am Wochenende erzählt. Das ist der Rest von dem See. Somit wusste ich nun auch, dass der Name Seesen auf einen See zurückzuführen ist, der mittlerweile verschwunden ist. Seesen hieß deshalb auch im Mittelalter Sehuson, also Seehausen. Hier ging es gerade vorbei an einer Ausstellung von historischen Landmaschinen. Der junge Mann hat mir hier bei dem Rundgang viel Wissenswertes über die Historie und Geschichte seiner Stadt erzählen können und dafür sage ich auch noch einmal Danke. Und ich sprach es ja schon an, überall hatte man hier zu tun mit den Vorbereitungen für das Fest. Mittlerweile sind wir hier an der Burg Sehusa angekommen, dem heutigen Amtsgericht von Seesen. Hier wurde mir nun erklärt, dass hinter dem Absperrgitter vor kurzem ein Erdfall stattgefunden hatte und sich ein 15 mal 50 und 20 Meter tiefes Loch aufgetan hatte. Mittlerweile bin ich wieder allein unterwegs. Hier gehe ich an einer Minigolfanlage vorbei und werde mich dann noch ein wenig hier in der schönen Parkanlage umschauen. Die Deiche tragen hier im Park auch schöne Namen, wie einer davon das blaue Auge.
Nach einiger Zeit habe ich dann die Bundesstraße wieder überquert und kam dann auch an der Radstätte Seesen vorbei. Die Radstätte ist ein Infostand ausgestattet mit öffentlichen WLAN und Lademöglichkeiten für Elektrofahrräder. Nun stehe ich noch einmal im Schaufenster zur Burg Seehusa und dann geht es wieder zurück in die Innenstadt. Eigentlich wollte ich ja heute noch zum Steinway Park, da ich mich aber in der historischen Altstadt lange Zeit aufgehalten hatte, begnüge ich mich heute mit einem Spaziergang durch Seesen. Hier weist eine Plastik auf Wilhelm Busch und seine Figuren Max und Moritz hin. Über die Bahngleise hinweg wollte ich ja dem Stadtlärm doch noch etwas entgehen und bin dann in Richtung Wald gegangen. Die Lautenthaler Straße bin ich dann entlang gegangen und traf auch auf viele Wanderwegweiser. An der Steinway-Allee, die an den berühmten Flügel- und Klavierbauer erinnert, bin ich dann rechts abgebogen in den Wald hinein. Im Nachhinein kann ich ja jetzt sagen, dass ich von dem Steinway-Kurpark gar nicht mehr so weit entfernt war. Aber da mir die Zeit im Rücken saß, war ich nur hier bis zum Waldrand gegangen und anschließend wieder zurück. Hier an der Dehne bin ich dann wieder abgebogen, zurück zur Lautenthaler Straße gegangen und dann wieder in den Ort nach Seesen. Eigentlich bereue ich es heute, denn bis zum Steinway Park war es ja von hier aus gar nicht mehr weit gewesen. Wieder im Ort zurück ging es zur katholischen Kirche Maria Königin, welche ich auch kurz von innen besuchen konnte. Erneut ging es wieder über die Bahngleise und auf meinem Rückweg zum Bahnhof versuchte ich nun noch an einigen Sehenswürdigkeiten vorbeizukommen. Und so habe ich nun durch das nächste Fenster auf den Kochschen Hof geschaut und bin auch mal hineingegangen. Der Kochsche Hof ist eins der ältesten Gebäude der Stadt, lag einst am Rande und durch die rasche Bebauung von Seesen heute ins Zentrum gerückt. Da ich das erste Mal in Seesen war und ich gar nicht wusste, wie groß die Stadt ist, fehlte mir hier auch das Zeitgefühl. Und nun hatte ich noch etwas Zeit und ging noch einmal zurück in die historische Altstadt. Also kam ich hier noch an einem historischen Hotel und Restaurant vorbei, ging dann über einen großräumigen Parkplatz und konnte dann auch auf das Schild mit dem Hinweis vom Seehusa-Fest schauen. Zurück in der Stadt stand ich dann vor der Stempelstelle der Harzer Wandernadel und einem Denkmal für den Flügelbauer der Familie Steinweg. Meine Zeit war für diesen Tag wirklich rum. Ich hatte nun auch genug gewandert und gelaufen und es ging zurück zum Bahnhof. Der Zug war pünktlich und durch die schöne Harzvorlandschaft ging es nun zurück, erst einmal bis Herzberg. Hier am letzten Tag des 9-Euro-Tickets war es nun in Herzberg am Bahnsteig auch etwas voller, aber ich muss auch sagen, die Ferien waren wohl hier vorbei und die Bahn wurde auch wieder von den Schülern genutzt. Viele nette Fahrgäste hatte ich in dieser Zeit kennengelernt und heute sogar noch mal ein kleines Kätzchen, was mir gegenüber saß. Etwas über 4000 Kilometer war ich in den letzten 3 Monaten mit der Bahn unterwegs. Viele schöne habe ich in meiner näheren Umgebung somit kennengelernt. Vielleicht war ja der Fahrpreis wirklich etwas tief gewählt, aber wenn ich jetzt wieder sehe, dass die Züge nur halb voll durch die Gegend fahren, dann verstehe ich nicht, warum man in Deutschland nicht einen angemessenen Fahrpreis schaffen kann und vor allen Dingen ein einheitliches Tarifsystem.